Die Krefeld-Pinguine befinden sich momentan auf dem 10. Tabellenplatz der DEL. Vor der Länderspielpause musste das Team allerdings zwei Niederlagen in Folge hinnehmen. Laut Kapitän Herbert Vassilies kam die Pause daher genau zur richtigen Zeit. Ich glaube, die Pause haben wir auch gut genutzt zur Erholung und müssen wir wieder jetzt an die Arbeit gehen und auf die nächsten Spiele vorbereiten. Obwohl ihr immer wieder gute Leistungen abliefert, holt ihr vor allem zu Hause zu wenig Siege. Warum tut ihr euch vor allem in der eigenen Halle so schwer? Das ist schwer zu erklären. Jedes Spiel ist anders. Und ich meine, wir versuchen unser Bestes zu geben, aber nicht immer können wir gewinnen. Natürlich ist das sehr schade für die Zuschauer und auch für uns, dass wir jetzt zu Hause nicht gewinnen können. Euer aktuell erfolgreichster Torschütze ist Verteidiger Christian Ehrhoff. Spricht das für seine Klasse oder für die fehlende Durchschlagskraft der Angriffsreihen? Uns ist eigentlich egal, wer die Tore schießt. Ich meine, ihm muss man auch geholfen werden, dass er die Tore schießen kann. Ich meine, wir müssen jetzt einfach uns konzentrieren, nicht wer jetzt die Tore schießt, sondern wie wir die Spiele gewinnen. Und zurzeit gewinnen wir die Spiele nicht. Also ist es egal, ob jetzt er auf 8 Tore schießt oder jemand anderer 12 Tore schießt. Das hilft uns nicht weiter. Wir müssen einfach die Spiele gewinnen und wenn es auch 1-0 oder 2-0 ausgeht. Zurzeit ist das jetzt nicht der Fall und deswegen können wir jetzt die Tore nicht zählen. In Berlin bei den Eisbären erwartet euch jetzt gleich zwei NHL-Stars aus Amerika. Seid ihr dann da Außenseiter? Ich glaube, gegen Berlin ist jede Mannschaft Außenseiter. Also, aber wir waren auch Außenseiter in Mannheim und haben ja trotzdem gute Leistung gebracht. Also in Berlin sind auch Chancen. Gibt es am nächsten Sonntag gegen Wolfsburg dann den nächsten Heimsieg zu feiern? Ich hoffe so, weil wir haben schon die letzten Spiele so gut gespielt. Uns hat nur der Dreier gefehlt. Und jetzt, wenn wir die gleiche Leistung bringen, ich hoffe, dass wir jetzt gewinnen können. Für Torgefahr soll dann auch Neuverpflichtung Adam Crushane sorgen. Ich möchte versuchen, dem Team zu helfen, Spiele zu gewinnen. Rick Adomo fragte mich, ob ich helfen kann in dieser sehr schwierigen Situation. Und nun möchte ich dabei helfen, Spiele zu gewinnen. Thank you very much. Good luck.